Eieiei, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Zwei Monitore und der eine ist ein bisschen zeitverschoben. Uiuiui. willkommen hier zurück bei The Division. Wir haben das letzte Mal aufgehört. Wir haben Heather Lau gerettet und danach haben wir noch... Was haben wir denn dann noch gemacht? Irgendwas Abgefucktes auf jeden Fall, das weiß ich noch. Irgendeine Mission, bei der ich bei meinem anderen Charakter ewig dran gehangen habe, weil ich weiß nicht, ob es am Team lag oder ob ich einfach schlechter gespielt habe oder... Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist die Hauptsache. Jetzt wollen wir hier mal gerade noch unsere Munition auffüllen. Jupp, das war auch dringend nötig, so wie das aussah. Und dann machen wir uns doch direkt mal auf den Weg zu unserer nächsten Mission. Tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen abgelenkt sein sollte. Gleich, aber so zwischendurch mal so ein bisschen. Ich habe mein Büro hier ein bisschen umgebaut. Und hab einen großen Fernseher an der Wand hängen. Sie töten alles und jeden, der allerdings ohne noch nicht stark genug geneigt ist. Wenn ich auf den anderen Monitor rückgucke, ist wie gesagt alles ein bisschen zeitversetzt. Und das ist ein bisschen Abfuck. So, genug geschwätzt. Wir machen mal hier oben unseren Sicherheitseinsatz. Den linken Tunnel Checkpoint. Glaube ich, oder? Haben wir noch irgendeine andere Mission vielleicht offen? Wer war da? Irgendwas von wegen laufe da und dahin, oder? Mission. Kann ich hier nirgendwo gucken? Krasser Sheet. Karte, Einsatz wählen. Gut, dann wählen wir unseren Einsatz, dann haben wir wohl noch keinen. Captain, wir werden überrannt. Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme. Verdammt, Stufe 5, das ist ja immer noch ein bisschen zu niedrig, aber wir müssen das Gebiet fertig kriegen. Unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, A, gibt es schön fett EP, anscheinend eine neue Waffe. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Mit ein bisschen Hoffnung. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen... Ach geil, komm, wir können eine Schnellreise hinmachen. Haha. ja, mit ein bisschen Hoffnung schalten wir damit endlich mal unseren Sicherheitsflügel frei. Was natürlich entsprechend sehr schön wäre. Weil man da auch noch ein paar coole Sachen ausbauen kann, noch ein paar geile Fähigkeiten kriegt. Vor allem was natürlich, was die Verteidigung angeht, hier und da sehr nützlich, auch wenn ich eher der Meinung bin, Verteidigung ist der beste Angriff, der Angriff ist die beste Verteidigung. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. So, schnelle Spielersuche, halt nein, da, X, Schnellspielersuche, so. Dann wollen wir doch mal schauen. Oh Gott, das ist echt seltsam hier zu spielen. Was haben wir denn hier noch? Guck mal da. Sammeln wir doch direkt mal ein. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Okay, also, hier will niemand maximal ein Update installieren. An einem Pier auf der Westseite habe ich ein Rettungsboot versteckt. Die JTF hat den Hudson noch gesperrt, aber nachts kommen wir an der Blockade vorbei. Es wird aber nicht leicht, obwohl ich ihre Patrouille auswendig kenne. Solltest du mitkommen wollen, musst du dafür bezahlen. Und vergiss nicht, kein Geld, Gold oder andere nutzlose Scheiße. Es muss schon richtig wertvoll sein. Aber ich bin mir sicher, dir fällt was ein. Das heißt, wenn du wirklich mit willst. Wow, das war mein Handy. Ich sollte das vielleicht vom Schreibtisch wegnehmen. Gruppenverwaltung, geht mal da. Gruppe beitreten, machen wir das doch so. So, jetzt nehmen wir erstmal gerade hier das Handy vom Tisch, bevor das hier noch mehr Krach macht. Ist ja abartig. Ah ja, sieh mal eine an, dein Video steht jetzt auf YouTube bereit. Das ist aber sehr nett, dass du mir das sagst, Handy. Ladebildschirm. Ich hasse Ladebildschirme. Na gut, wer hasst sie nicht? Aber das ist, finde ich, eben der große Nachteil an Konsolen. Also ich liebe die Spiele auf der Konsole und sie haben auch jede Menge Vorteile gegenüber einem PC. Aber man kann gar nichts dagegen machen, dass die Ladezeiten länger sind. Außer sich vielleicht eine PS4 Pro holen, aber ganz ehrlich... Captain, nö. Sie wollen den Tunnel stürmen! Die schießen auf alles, was sich bewegt! Oh Gott, die sind na, wie dann ein Heuschreckenschwarm. Sollten wir uns vielleicht einfach nicht so viel bewegen. Vielleicht hilft das ja schon weiter. Ich habe gerade vergessen, wie ich rutschen kann. Kann ich überhaupt rutschen? Nein, ich kann Waffe wechseln. Das ist schon mal... Nein, geh dahinter. Gehst du dahinter. So, uiuiui. So, du bist down. Ja klar, lad einfach mal ein bisschen nach. Boah, was geht denn hier mit euch ab, ihr Wichser? So, platt, down, am Arsch. So, du auch so gut wie... Die verpassen noch ein paar Schüsse. Au! Wow. Ah, die scheinen glücklicherweise nicht so ein hohes Level zu haben, sonst hätte ich wahrscheinlich gerade mehr Damage bekommen. Ach, sieh mal, da oben, das sind unsere. Sehr gut. So, Wichser tot. Ey. Okay, ich lade erstmal noch ein bisschen nach. So. Einmal ein bisschen frei Handballer. Auch.
Sag mal, könnt ihr die vielleicht mal hinter mir killen? Junge, Junge, Junge. So, ich hoffe, ihr versteht mich noch einigermaßen gut. Weil ich hier gerade ein bisschen schepp sitzen muss. Um hier überhaupt irgendwas sehen zu können auf dem Fernseher. Ah ja, sehr schön. Ich hätte vielleicht auch mal meinen Sniper rausholen können. So, Mikrofon mal ein bisschen anders sitzen. Jetzt dürftet ihr mich ein wenig besser verstehen zumindest. Eine Ehre an ihrer Seite zu kämpfen. Eine Ehre an ihrer Seite zu kämpfen. Ja, das finde ich auch immer wieder. Ich bin die reinste Ehre. Captain Benitez, hier spricht Faye Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können sie die Unterstützung dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Hören Sie, ich schicke jemanden, der sich um die Bombe kümmert. Passen Sie auf sie auf. So, erstmal, hey, komm her. Ey, Munition auffüllen. Do it! Ja, ich drück ja schon. Keine Sorge. Achten Sie auf Rikers. Ich entschärfe das Ding. So, was wollen wir entschärfen? Alles klar. Scheiße, ich habe immer noch nicht gecheckt oder gehört oder nachgeschaut oder getestet, ob ihr hört, was mein Gamepad mir sagt. Das hätte man vielleicht mal schauen können. Hat mir auf jeden Fall gerade eine tolle Warnung gegeben. Ich weiß zwar nicht genau was, weil ich nicht genau hingehört habe. Aber es war irgendeine Warnung. Da passiert hier auch was? Der entschärft hier aber, ja? Der macht da was, das ist schön. Und der andere hält da vorne die Stellung, oder? Klick, klick. Naja, also bisher geht das Schützen relativ einfach, muss man ihm ja lassen. Macht er einfach einen Job hier. Würde ich auch gern können. Du, du, du. Oder müssen wir nach vorne? Mal schauen. Ich gehe einfach mal nach vorne. Tschübidü. Ja. Scheint nicht viel zu passieren. Ah, doch. Ah ja, sieh mal einer an. Ey. So, sehr schön. Okay, das Frage ist jetzt, wo kommen die? Wenn die jetzt da unten durch den Gang kommen, haben wir ein kleines Problem. Ich gehe mal gerade hier unten schauen. Nicht, dass die hier uns von hinten in den Archweg gehen. Oh, hallo neuer Agent in unserem Team. Okay, hier kommt gar nichts durch. Das ist schon mal sehr gut. Dann wollen wir wieder nach vorne. Welche Waffe habe ich denn jetzt auf? Ah ja. Ich habe es immer noch nicht kapiert, welche Waffe ich gerade anhabe. Ob das jetzt meine MG oder mein Scharfschützengewehr ist. Vielleicht sollte ich mir das mal genauer angucken, um zu wissen, was ich da überhaupt trage. So, wo steht hier denn was? Irgendwas liegt da vorne. Ist das eine Waffe oder ist das irgendwas zu anziehen? Oh, ich glaube, das ist ein blauer Rucksack. Ihr Mistkerle! Komm mal, zeig dich, Wichser. Nice. Ich will nur 200 Damage, über 2000 Damage reingebracht hat. So, sehr schön. Das Gewehr fängt an mir zu gefallen. Okay, der kommt hier vorne runter. So, wunderbar. Mann, das ist ja richtig geil mit dem Ding hier. Damit kann man ja richtig verdroppen. Wir treffen uns im Kontrollzentrum. Ist gebankt, Meister.
So, die Uschi kann jetzt hier genauso gut wie jede andere Frau auch sprechen in irgendeine Richtung, während sie in irgendeinem anderen Raum drin ist. So, dass man auf gar keinen Fall die Möglichkeit hat, auch nur ein einziges Wort zu verstehen. So. Halt, da hoch. Renn, Baby, renn. Ui, das war schon wieder eins zu weit. Und hier sind wir richtig. Wir scheinen hier zumindest richtig zu sein. Meine Güte, was bleibt uns denn noch? Erstmal nochmal Munition auffüllen. Schön, Sie zu treffen, wer Sie auch sind. Wer schön. Ich hoffe, wir können auf Sie und Ihre Leute zählen. Und noch ein Rucksack mit was drin. Hören Sie. Eine Nahrungsmittelkonserve. Das ist immer gut. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. In Ruhe. Das sind die schlechten Nachrichten. Ist geil. Hat unser Kumpane jetzt schon die ganze Zeit hier draußen gewartet? Respekt. Der hat die Mission anscheinend schon öfter gespielt. Wow. Komm mal hier weg, haben wir wieder die Waffe. Oh, der hält ein bisschen was aus, der Typ da oben. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe, habe ich den gerade zweimal richtig vollgefett getroffen. Also ich habe mich verguckt. Ja, der hält ein bisschen was aus. Ey. Wow. Ist sehr gut. So, sehr schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, die anderen Leute aus meinem Team machen echt gut mehr Damage als ich. Ja klar, wenn ich von da oben runterspringe, wäre ich wahrscheinlich tot. Das ist doch beschiss. Hoppala. Ja, komm her. Ey, so. Au. Komm schon. So ist fein. Wow. Sehr nice. Hat den auch geholt. Lass nicht da. Super Schuss. So, wo steht er da hinten? Dahinter. Feige Sockel, komm raus. Oh, kommt schon, Leute, holt euch den noch. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Dupdi-dupdi-du. Hoppala. So, mal ein bisschen heilen hier, für den Rest der Truppe auch. Hey. So, du bist tot. Na, ist der andere Scharfschütze? Ach nee, den haben sie gerade runtergeholt, da oben. Oder gerade eben irgendwann. Auf jeden Fall guckt er gerade wieder raus. Ja klar, lad erstmal nach. So, sehr schön. Tot. Wer macht das wieder? So, denken wir runter, geht auch mal dahin. Mann, die Kleine hier verzieht aber auch ganz schön. Muss man da ja lassen, gell? So, gehen wir hier mal ein paar Kopfschüsse. Sehr schön. Einsatz abgeschlossen. Ach ja. Das ging ja einfach. Meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld.
Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn Sie dort sind. Ist gebongt, Chef. Dann machen wir uns dann gleich erstmal direkt Wenn Sie die Schleusen gesprengt hätten, gleich hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Eine Scar-Har Militärvision. Präzision, Reichweite. Ach so, das scheint ein Scharfschützengewehr zu sein, gell? Bei der Stärke? Ja, bestimmt. Mal testen. So, das ist eins. Das ist ebenfalls eins. Ach ne. Sieh meine an. Dann habe ich ja anscheinend... Halt, stopp. So, Inventar, nochmal gerade eben gucken. Klick, klick. Also ausgerüstet habe ich die und die. Wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Das ist die... Ja, ach ja, sehr nice. Dann habe ich ja hier jetzt was mit ein bisschen mehr Damage. Das ist geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. So mag Papa das. Achso, ja, klar, sicher hätten wir es auch gucken können. Jetzt wollen wir aber nochmal schauen, wegen den Aufsätzen. Du hast doch Aufsätze drauf. Hast du was drauf? Ja, du hast jede Menge drauf. Hä? Aber das ist die Waffe, die ich gerade bekommen habe, oder? Ach, keine Ahnung. Drauf gesisselt. Mach Sissel in mein Niesel. So, jetzt wollen wir erstmal aus der Gruppe austreten. Gruppe verlassen, Gruppe verlassen. Wow, 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 wow. Tschubidubidu, oh yeah. Ja klar, brauch du ruhig mal wieder Ewigkeiten für deine Ladezeiten da. Mann, Mann, Mann. Das könnte man ja schon manchmal meinen, dass das einen so ein bisschen nerven könnte. So. Also mit wem soll ich schwätzen? Mit Roy Benes in der Basis reden. Aber anscheinend nicht in dieser Basis hier. Nämlich... Oh, doch, ich bin anscheinend in der richtigen Basis. Nur im falschen Teil. In welchem Teil von der Basis bin ich denn hier? Den kenne ich soweit gar nicht. Offline. Okay. Gehen wir erstmal hoch. Sieh mal an, da hinten ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich kenne den Eingang dieser Basis hier. Also den Eingang von der Basis gar nicht. Einfach. Wo kommen wir hier denn raus? Ach, geh. Sieh mal einer an. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Aber. Ich weiß von anderen Division-Typen, die Polizei. Sicherheitsflügel entsperren. Geht da vorne irgendwo. Da hätten Sie einen klaren Kopf. Vermeidlich. Seien Sie vorsichtig, Agent. Seien Sie vorsichtig, Agent. Okay. Ist gebongt. Hier dann? Och, im Ernst jetzt hat er. Mensch! Wenn der nicht checkt, dass man von einem anderen Weg kommt, gell? Ach ja. So schön ist das. Sieh mal an, jetzt haben wir das Ausrufezeichen hier. Mit Rybeners reden. Alles klar. Oder kommen Sie rüber. Benitez Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ah ja, Benitez. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar Kermans? Weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser natürlich. Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe... Und so vielen Chaoten. Ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß verwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Abwarten. Ich brauche niemals Glück. Alles, was ich brauche und habe, ist Können.
Und damit machen wir hier soweit Feierabend. Das hier gucken wir uns wahrscheinlich demnächst mal in gepflegter Ruhe an. Ja, wie ihr seht, es gibt wieder schön viel auszubauen. Mit entsprechenden Vorteilen, Belohnungen etc. Jetzt kann es richtig aber losgehen. Mehr dazu, wie ab gesagt, beim nächsten Mal. Ich sag erst einmal wieder vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und welcher Auftrag uns das nächste Mal erwartet, werden wir einfach mal gucken. Wir haben jetzt hier oben das Gebiet. Ah, nee, sieh mal einer an. Guck mal da. Noch ein weiterer Einsatz. Ein Kampfeinsatz. Sehr schön für unseren Tech-Flügel. Aber ansonsten wird es entsprechend. Entsprechend woanders weitergehen. Aber wie gesagt, gucken wir uns beim nächsten Mal in aller Ruhe an. Also sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.